Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mühe Aranat. Und wir wollten jetzt immer noch den Friedhof suchen. Wir wollten dafür nochmal zurück nach Dranas gehen. Ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, warum uns eine Schlammkammer verfolgt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo genau ich diesen Friedhof jetzt finden soll. Nördlich, südlich. Für mich ist das nämlich eigentlich alles so das gleiche. Okay, hier sind viele Untote. Man könnte also auf einen Friedhof schließen. Okay, wir trinken, glaube ich, eben schnell mal so einen Heiltrank. So einen einfachen, nicht einen Standard. Wir das richtige Amulett anlegen. Habe ich nicht eventuell auch noch einen Trank zum Ausdauer wiederherstellen? Der hier gibt mir erstmal nochmal 3 mehr Lebensenergie. Und dann Ausdauer. Standard Ausdauertrank. Dann nehme ich mir nochmal einen verfeinerten Genesungstrank. Eieiei. Das gibt's doch gar nicht. Da wage ich mich nochmal dran, weil wo so viele Gegner sind, muss ja auch irgendwas Interessantes sein. Und vielleicht ist was Interessantes ja auch ein Friedhof. Vorher werde ich mich jetzt auch nochmal eben heilen. Ja doch, heilen. Und dann wieder das andere Amulett anziehen. Ich schnell speichere jetzt, wo ich geheilt bin, auch nochmal. Das andere Mal kann ich die Ausdauer wiederherstellen. So, und dann wagen wir uns da nochmal ran. Das war doch gleich hier irgendwo um die Ecke. Hier rüber, glaube ich, nur. Ja. Da sind schon wieder die ersten. Vor allem ist da schon der erste. Die müssen aber auch so unverschämt schnell sein. Und solche Kickbox-Künste hier haben. Ich hätte gerade eine Fläche, wo ich mehr sehen kann. Die wollen nicht ins Wasser. Das ist, glaube ich, so ziemlich deren Problem, dass die nicht ins Wasser wollen. Weil im Wasser kann ich immerhin nur schießen. Jetzt muss die Laufende noch wieder weg, das heißt, ich muss eigentlich aus dem Wasser raus. Ein bisschen Angst vor denen. Trinken wir doch lieber nochmal einen Genesungstrank. Ein Standard. Wir mussten natürlich auch wieder gleich 3 auf einmal diesen Felsen anlocken. So, jetzt ab. Wischen wir den nicht nochmal. Na. Bleib doch hier, eigentlich bin ich doch gar nicht im Wasser. Oh Gott, die kommen ja schon wieder. Die bleiben ja hier. Ach, wir nehmen nochmal so einen Genesungstrank. Auch noch so ein Wolf. Oh Gott. Vielleicht nehmen wir da nochmal so einen verfeinerten Genesungstrank. Okay, den hätten wir erledigt. Der Wolf ist im Wasser. Oh Gott. Wolf ist im Wasser klingt doch irgendwie wie so eine, wie so ein Code bei solchen Geheimoperationen, die kein normaler Mensch eigentlich verstehen könnte. So, bei den Zombies ist jetzt schon mal Ruhe, so wie es aussieht. So, jetzt speichere ich nochmal eben, da wo uns jetzt gegen die schon mal erwehren konnten.
Wenn auch nicht gegen alle, der hat scheinbar noch überlebt. Mein Schütze hat sich verbessert und mit der Rüstung. Nehmen wir nochmal eben schnell das Amulett zur Hand. Dann repariere ich glaube ich auch nochmal die Ausdauer. Die Ausdauer repariere ich nicht. Die ist nämlich zum einen voll. Zum anderen kann man sowas nicht reparieren. Ich wollte nochmal meine Ausrüstung reparieren. So, jetzt wird Treffen schön. Meine Güte, das sind Zombies. Zombies sind normalerweise ganz langsam. Okay, den erledigen wir jetzt. Solange es nur einer ist, erledigen wir die auch gut. Da müssten wir eigentlich noch nicht mal ins Wasser für laufen. Aber hier ist ein eigentlich auch nichts, oder doch? Nur diese Horden an Zombies. Aber Zombies versammeln sich doch nicht einfach auf irgendeiner Lichtung. Musst du irgendwie dann wirklich Gräber geben in der Gegend. Oder eine Nekromanten oder irgendwas. Ich meine, hier leben ja auch keine Menschen oder so. Uiuiui. Wir trinken nochmal. So, Gott, schon wieder ziemlich viele Tränke verbraucht. Vielleicht muss ich auch den Speer nehmen, mit dem treffe ich häufiger. Für so eine Schlammkammer reicht der Speer auch auf jeden Fall. Dann nehmen wir auch ein bisschen von dem Schlammkammer Fleisch noch mit. So. Jetzt gucken wir mal. Gegner sind noch hier, sind hier noch Gegner? Scheinbar nicht. Ich kann jetzt eben nochmal rasten, bis ich geheilt bin. Auch wenn es wieder Nacht ist, aber man sieht ja noch gut genug. So, was ist nun hier? Außer absolut nichts. Jedenfalls ist hier kein Friedhof. Warum waren denn so viele Zombies? Höchst merkwürdig. Wirklich nichts in der Umgebung zu sehen, interessantes. Egal, dann geht es eben doch nochmal zurück nach Dranas irgendwie. Von da aus nochmal auf Friedhofsuche. Und vor allem erstmal unser Zeug nochmal verkaufen. Gucken, ob ich vielleicht auf den Hügel hier nochmal hochkomme. Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes, Schönes. Gut, ich komme gar nicht auf diesen Hügel drauf. Okay. Also heißt es wohl runterrennen. Und wenn ich jetzt immer weiter in die Richtung laufe, müssten wir nach Dranas kommen. Eieiei. Oh, ein Hase. Wie süß. Ich könnte ihn umbringen. Aber das weiß ich besser. Ja, die Richtung stimmt noch, was mich auch eigentlich nicht wundert, weil ich sie nicht verändert habe. Ach ja. Jetzt sind wir wieder an dem See. Mal gucken, mal, was für Straßen wir da noch folgen können. In der Nähe von Dranas. Es muss ja an der Straße liegen. Das muss ja auf jeden Fall stimmen. Weil das steht ja sowohl im Tagebuch, als auch hat er das im Gespräch gesagt. Also muss der Friedhof an einer Straße sein. Ich glaube, den Friedhof suchen wir gleich aber doch lieber bei Tage. Sich nachts auf Friedhöfen rumtreiben ist immerhin auch nicht so schön. Ha. So, dann stellen wir nochmal eben ein. So, 11 Stunden.
Dann ist 7 Uhr morgens. Bei Licht sieht man ja schon eigentlich mehr. So, dann gucken wir mal. Hier ist eine Straße. Da ist ein Weg, aber der Weg führt nach Osten und Osten ist ja eigentlich ganz falsch. Die Straße führt hier wieder in den Ort hinein. Gut, damit ist eine Straße schon mal nicht richtig. Dann gibt es ja noch da links die Straße. Also gehen wir an die mal in Richtung Norden. Haltet euch vom Ärger fern. Ich halte mich vom Ärger fern. Ich halte mich immer vom Ärger fern. Das solltet ihr doch inzwischen mal wissen. Steht hier nicht vielleicht auf irgendeinem Teil einfach mal Friedhof drauf? Nein, natürlich nicht. Es wäre ja einfach. Ich weiß nicht, was dieses Knacken eigentlich für ein Geräusch darstellen soll. Ob das so ein Specht sein soll? Vielleicht war das eine ja dieser Friedhof. Also wir hatten doch mal irgendwie so ein merkwürdiges Kirchen-Kathedralen-ähnliches Gebäude gesehen, als wir auf dem Weg hierhin waren. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Ihr wisst wahrscheinlich auch überhaupt nicht, was ich jetzt meine. Aber da war so ein komisches Gebäude, das wir gesehen hatten. So, die Kampfmusik ist mal wieder da. Und die ist ja immer da, wahrscheinlich wegen dieser Ratte hier. Es liegt an der Straße. Das ist ja die einzige Straße, die es jetzt eigentlich nur gibt. Obwohl, wenn es hier jetzt wirklich richtig wäre, dann hätte doch bestimmt irgendwo in der Wegbeschreibung gestanden, über die Brücke laufen. Wer sagt, die gerade stirbt? Der sagt, er gerade stirbt. Zu einer Schlammkrabbe. Wer ist das denn? Nee, zu einem Bären sagt er das. Oh, Clou ist das. Okay, oh, Clou. Der hat auch scheinbar nichts Magisches dabei. Oh, schon wieder so ein Geist. Der uns mal eben die Ausdauer entzogen hat. Und dem machen wir aber schön Schaden. Ist auch so ein Waldgeist. Mehr aus wie eine Stahlaxt, was der da hat, also kann er dem Geist wahrscheinlich nicht schaden. Passt auf! Ich passe auf. Der Waldgeist hat nichts Schönes dabei. Wenn ich den Weg jetzt noch weiter. Dem Weg folgen gibt irgendwie gar keinen Sinn. Außerdem habe ich jetzt nicht daran gedacht, mein Zeug zu verkaufen. Da eigentlich mal einen verfeinerten Sprungtrank trinken, dann könnten wir uns schneller bewegen. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Wir müssen auch jetzt springend ein bisschen weiter vorwärts kommen. Ja, ein bisschen merkt man auch den Unterschied, wenn auch nicht stark. Also das ist wirklich der einzige Weg, der mir jetzt mal einfällt. Also bei Morrowind hatte ich irgendwie nie so große Probleme mit dem Finden von den Orten dann. Vielleicht liegt es an mir, dass ich jetzt ein bisschen, das nicht mehr gewohnt bin, so viel suchen zu müssen. Aber bei den ganzen anderen Spielen, die es heutzutage gibt, eigentlich nicht mehr notwendig. Oder aber es liegt daran, dass hier die Wegbeschreibungen einfach schlechter sind. Der Sprungzauber funktioniert auch nicht mehr. Aber es kann hier doch schon wieder nicht mehr richtig sein. Es ist doch schon wieder so weit weg. Obwohl, es hieß auch ein Stück nördlich. Können wir hier eigentlich rasten? Nein, wir können hier nicht rasten.
Hier ist nämlich, sind Leute in der Gegend. Es kann doch irgendwie schon wieder alles nicht richtig sein. Muss ich schon wieder das allwissende Internet befragen? Ob jetzt wenigstens nördlich, damit ich wenigstens weiß, ob jetzt nördlich oder südlich doch richtig ist. Ich glaube, das wäre dann schon sehr hilfreich. Irgendwie kommt der Geist gerade sehr zur Geltung in diesem rechten Licht. In diesem rechten Licht. Ach, es sind zwei. Ja, den erlegen wir auch noch schnell und dann beende ich hier mit der Folge. Und ich gucke dann nochmal im Internet, ob jetzt nördlich oder südlich gemeint ist. Ich werde mir noch nicht die genaue Position vom Friedhof jetzt angucken. Wenn sich's vermeiden lässt, jedenfalls. So, den Stufenaufstieg haben wir auch noch. Den machen wir auch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.